Herr Werner, du hast das Wort. Merci, Herr Präsident. Ihr de Schufanke wollte ich mir ich wollte mich auch noch ausschließen und das, was den Herr Gusti Gras gesagt hat, für drun. Wir dürfen da doch begrüßen, wenn den unsere Kooperationsdebatte den anderen Tag feiern, genauso wie wir es bei Metall der Nation machen oder bei der außenpolitischen Debatte machen. Das gibt auch, justement, Deklarationen von der Regierung abwerten und da könnt man auch darauf antworten. Ich kann davon ausgehen, dass wir das vielleicht nächstes Jahr machen. Herr Präsident, in einer Welt, die normal funktionieren geht, bräuchte den Usch gönnet über die Entwicklungshilfe zu schwätzen. Weil die Reichtümer von unserer Welt, die sind zwar nicht gleichmäßig über den Globus verdeelt, aber sie geben durchgehen für die über 7 Milliarden Menschen, die wir sind, für ihnen ein agriertes Leben zu sichern, also gut über 7 Milliarden Menschen darüber raus. Aber das Problem der Leute, nicht bei der Bevölkerung, sondern bei der Ungleichheit. Für die Graf zu sagen, ganz wenig Menschen haben ganz viele Menschen haben ganz wenig. Auf der Welt und auch innerhalb von den Nationen. Und dafür brauchen wir Entwicklungshilfe. Und noch vor Lützeburg 1% von seinem RNB an Entwicklungshilfe investiert, sogar wenn alle einzeln industrialisierte Land genauso viel investieren, da wird das wahrscheinlich noch immer ein Drops auf Wärmen stehen. Und natürlich als Entwicklungsarbeit ein ganz nützlich Arbeit. Und zumal, wenn ich noch all die Leute denkt und all die Menschen denkt, die die Entwicklungsorganisationen unterstützen und all die, die sich auch an den Organisationen engagieren und all die Menschen, die für sie schaffen, und aber auch unter Agenten von der Kooperation, also gut, Madame Minister selber, die zwar auch neu am Amt ist, aber die eigentlich wirklich auch die Envergure verstanden hat, das hat ihn auch gemerkt. All die Leute sind aber noch nicht genug par rapport zu all den Leuten, die Mühe tun, Geld tun und die aus alles machen, für den nach weiterhin jahrelang und jahrzehntelang wird Entwicklungspolitik brauchen. Herr Präsident, ich meine, es gibt nie genug in der Strache, wo hier historisch gesehen als Reichtum könnt. Und wo hier Armut, Reichtum, den noch hier ungleich verdeelt, als am Norden, und noch wo hier Armut von den Populationen am Süden herkommt. Es hat man Phänomen vom Kolonialismus zu dem natürlich. Was ein von den größten Verbrechen und Menschheit an der Geschichte von der Menschheit war. Und es geht nicht immer genug thematisiert hier am Norden, und hier ist es doch verharmlost. Und dann geht es auch gesagt, ja, aber bon, das ist schon lange hier. Das Mann allein hier wie im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Ja. Das hat bis an den 60er, den direkten Kolonialismus bis an den 60er Jahren gedauert, wo auch die 70er Jahren von den Portugal denkt. Und davon auch aufgesehen, auch von den direkten, den juristischen Kolonialismus bis auf ein paar Ausnahmen, wie Palästina oder die Westsahara, von denen es mir existiert, gibt es noch immer eine Aufhängigkeit, die geläufig als Neokolonialismus bezeichnet. Ich meine aber trotzdem ein Klammer ab, auch wenn ich nicht viel Zeit habe, dass wirklich den Herr Kartheiser darf so, was er will. Der Komitee pour une paix juste ist keine antisemitische Organisation. Die Autorität Palästinienne ist auch keine antisemitische Organisation. Ich will das schon mal annehmen, um das zu sagen, als ein fürchterliches Frechheit. Aber wenn ich am ganz riesen Eck sitze, da gebe ich ganz vielsichtig umgehen mit dem Begriff Antisemitismus. Weil ich fange nun Flamme zu kriegen, dass aus einem ganz komischen Eck, aus dem lamentablen Rietze Krabbekurve, permanent, immer Leute, die sich ehrlich engagieren und die auch, justement, die Schwestern unterstützen, dass die verleumt gehen. Aber dass aus der Rietze Eck, die mächtig immer unterstützt gehen, gehen die schwach, als ja nichts Neues, und das wundert mich auch nicht von der ADR. Das habe ich mal gesagt. Bon, ich fahre beim Neokolonialismus, weil wir hatten eine direkte Bevormundung und nur eine indirekte politische Bevormundung. Und das ist auch bezeichnend, dass wenn zum Beispiel eine politische Krise an einer ehemaligen Kolonie stattfindet, dass dann relativ kritiklos aus sich auch immer auf die Reaktion von der sogenannten Communauté internationale gewährt wird. Communauté internationale klingt zwar gut, also aber meistens irrfeierend, weil du mal da versteht den Paris, London, Washington, Berlin,
dem Novei Tokio, aber ganz selten Alger, Nouakchott, ganz selten Ulaanbaatar oder Lima oder Brasilia, aber bestimmt doch nicht Moskau. Aber ich kenne mich die Community International, die einzig legitim ist, das tun. Bon, davon aufgesehen, Herr Präsident, auch die ökonomischen Strukturen, die demnächst die Ausbeutung ermöglicht haben, sind weiterhin intakt. Und sie haben sich auch noch intensiviert und verfeinert. Millionen von Menschen leben heute an Armut und Ausgrenzung, genau wie demnächst. Viele Länder, vor allem in Afrika, sind auch immer just Rohstofflieferanten für Fabriken in Europa, China oder in den USA. Und das, ohne dass die lokale Bevölkerung etwas davon noch hat. Und da kommen wir zum eigentlichen Thema von meiner Intervention, nämlich den katastrophalen Impact von den Multinationalen auf die Entwicklungsländer. Die westlichen Länder machen sich viel Sorgen um den staatlich dirigierten Neokolonialismus von Peking. Ein juster Titel. Sie machen sich heute aber viel mehr Sorgen um den hausgemachten Neokolonialismus, den vielleicht nicht so staatlich dirigiert, als mit den Privatkonzernen führt. Weil heutzutage sind es Multinationaler, die den Hauptpilier von der westlichen Ausbeutungspolitik sind. Also sie gehen durch die Politik maßgeblich unterstützt. Durch direkt politische Interventionen an den Entwicklungsländern, durch unfair Handelsakkorde, wie zum Beispiel die fameuse Akkorde de Partenariat Économique, über einseitige Investitions- und Steuerakkorde, über Privatschiedsgerichte und vieles mehr. Herr Präsident, bei der UNO gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Menschenrechtsverletzungen von den Multinationalen auseinandersetzt, und den heißt, pass auf, geht im Englisch, Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises. Aber wenn ihr die Rapporte liest, demnächst, zum Most Rapporten über die Missionen vom Grupp an einzelne Länder, da kriegt ihr einen Eindruck vom Ausmaß von der Problematik. Das sind nicht ein paar vereinzelt Incidenten oder Accidenten, nicht nur ein paar Schwarzschufe. Das ist eine Regelrechtssystematik, mit der multinationalen Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen an Kaufhöhlen am Beginn. Wir schwätzen Pellmell von Sozial- und Arbeitsrechtsgesetzen, die von den Multien systematisch in der Lauf gehen. Mindestlohnbestimmungen, wo es da ging, gehen nicht angehalten. Sicherheitsnormen gevioliert. Arbeitsrecht wird mit Fest getrippelt bis hin zu Kanner an Zwangsarbeit. Umweltstandards gehen natürlich nicht angehalten. Dann haben wir auch noch das riesige Problem vom Landgrabbing. Die ständige Vitesse gewöhnt nicht nur bei Agrarprojekten, sondern auch beim Bierbau oder beim Bau von Staudämmen. Ein gutes Beispiel ist auch der Willen von der rechtsextremen Regierung in Brasilien, die Wille ist weiterhin, den Amazonas aufzuholzen. Wir könnten auch von der französischen Regierung schwätzen, an der Guyane Française, mit der Montagne d'Or zum Beispiel. Und das ist auch so, weil sich wie die letzten Räuber eignen sich Privatfirmen Millionen und Hektaren pro Jahr und an vertreiben dabei meistens Familien von ihrem Land, die du seit immer wohnen, aber natürlich keine offiziellen Besitztitel haben. Aber wenn die Bevölkerung sich legitimerweise wehren, gehen sie vom Staat brutal bekämpft oder auch durch Privatsicherheitsfirmen bekämpft, die lokale Ökonomie zerstört. An der Saat, sie haben an der Landwirtschaft oder am Bierbau, durch heisch mechanisierte Industrien, die natürlich auch mehr Leute beschäftigen. Schlussendlich sind Konzessionen oder Royalties ganz tief angesetzt, weil sie einen enormen politischen Einfluss haben, unter anderem durch Korruption. Und da kommen mal Lützburg ein bisschen mehr. Sie bezahlen ganz wenig Steuern, weil sie ihre Profite durch Auditsfirmen optimisieren und an Steueroasen verstoppen. Ich habe vor 2 Jahren die Gelegenheit, in einer internationalen Konferenz teilzuhören zu Madrid, die war Steuerflucht organisiert von der politischen Bewegung Podemos. Das war am Schlepptau von den Panama Papers, auf der organisiert. Und da war die demolische Präsidentin von der Enquete-Kommission über die Panama Papers vom bolivianischen Senat, Madame Adriana Salvatierra, wird die Präsidentin vom Senat, das da hier, weil da haben wir uns eine Enquete-Kommission gemacht, heute nicht. Also ja doch ganz gut den Zusammenhang zwischen der Offshore-Steuerflucht mit der bittersten Armut von den bolivianischen Bauern hergestellt. Kann ich auf YouTube nachgucken, da ihr auch für die, die interessiert sind.
Und das ist natürlich auch nicht schwer zu verstehen. Ein großer Agrarmulti, der sein Reichtum exponentiell akkumuliert, dadurch, dass er kein oder Baal kein Steuer bezieht, auf die einen Seite, ein Kleinbauern auf die andere Seite. Dreimal, der wir roden, wen aufkäft, auf wem sein Produkt am Ebelle sind, auf wen dem anderen sein Produkt wegstreift. Wen ist hier noch ruiniert? Wen kann hier noch für seine Arbeit nicht mehr leben? Und wen geht wie Kriminellen prätiert, wenn er sich wird, dass der Bauer auch nicht multieren? Da kann ich natürlich sagen, ja, Offshore-Gesellschaften, das ist legal, Steueroptimisierung ist legal, das ist vielleicht legal, aber im Moment sind nicht die Ämste darin erleiden, dann haben sie doch sterben. Der Kumpel ist ja auch, dass die Multien von einer totalen Straffreiheit Freiheit profitieren. Und eine von den Hauptursachen besteht ja daran, dass die Länder, sie wird in Afrika oder Lateinamerika, drastisch neoliberal Strukturreformen müssen durchsetzen, ganz oft unter Militärdiktaturen. Aber ich schwätze von Staaten, die noch keine reelle industrielle Revolution gemacht haben. Da gehört auch den hohen Ton Inegalitäten und fehlenden öffentlichen Infrastrukturen an und einer endemischen Korruption. Also gut, wenn es zu einer Verurteilung kommt für ein Gericht, da können die Multien sich die Konsequenzen von den Urteilen entziehen oder sie erkennen sie einfach nicht tun. Und das tut auch immer dazu dienen, dass die Multien zwar einerseits strafhierarchisch strukturiert sind, andererseits sich aber so organisiert tun, dass sie aus einer aber 12 Filialen bestehen, der hier juristische Responsabilität total diluiert. Und da sind wir ganz nah bei Lützburg. Weil viele von den Multien haben eine Filiale auch zu Lützburg. Das ist natürlich auch ein Instrument für die sogenannte Profit-Shifting zu machen. Das ist, dass Multien hier Profiten an den Filialen verschreiben, die sich an Ländern befinden, wo sie wenig Steuern bezahlen müssen, wie zum Beispiel Lützburg. Durch hier auch die viel Briefbohrten. Das ist konkret, dass die Suchen, die ja wirklich geht an den Entwicklungsländern müssten sind, landen an diese Briefbohrten. Also nicht realement, die machen nicht Transition zu gehen. Banken, die hier Sitzer haben, investieren natürlich auch in den Multien, einen großen Teil von den Investmentfonds, und auch die von der sogenannten geringen Bourse machen dadurch. Und dann natürlich, same procedure as every year, an den Pensionsfonds heute zu Lützburg, und an den Zukunftsfonds muss das auch, und da geschieht auch relativ wenig. Dafür, Herr Präsident, wäre doch interessant, mal eine unabhängige Etude machen zu lassen, für zu vergleichen, wie viel mehr ging an der Kooperationspolitik, und andererseits, wie viel man den Entwicklungsländern holen. Weil vor Jahren hat der Chercher Rainer Falk ja bewiesen, dass durch als Finanzplatz sich die Entwicklungsländer schlussendlich mehr verlieren, wie das, was man durch als Entwicklungspolitik da investieren. Wir haben einerseits Agent de la Coopération, andererseits Agent de la Non-Coopération, die sie nicht an ihrem Ministerium, aber dann ministerisch, die sie vielleicht an anderen Ministerien oder an anderen Plätzen vielleicht nicht dazu finden. Dafür wäre es Zeit, eine Etude zu kommanditieren, wenn ich aber nicht bei der Big Four, weil sonst wissen wir schon ganz genau, was wir zu sagen. Herr Präsident, die ganzen Verstrickungen von unserem Finanzplatz erklären vielleicht doch für was. Als Regierung ist es so schwer, das für eine konkrete Gesetzgebung über den Devoir de Vigilance zu kreieren. Das habe schon ein paar Mal gesagt. Am Regierungsakkord steht dran, wir studieren das, meistens am politischen Slang heißt das, wir sind als Dienst, oder es gibt ein paar Hindernisse. Wir werden mal aufwerten. Ich gebe euch aber trotzdem ein Beispiel an den Herrn Galles aus Drobergängen für drin, weil ich schon tatsächlich zwei Question Parlamentären zu einer Gesellschaft gestaltet. In der Zwischenzeit sind da gestern aus einem Dritt kommen. Das kann er nicht wissen. Sie sind noch nicht am Courrier Elektronik. Weil es geht nämlich um die, das Beispiel, die israelische Spionagegesellschaft von der NSO, mit der laut Aretz an New York Times, den Herr Khashoggi von Saudi-Arabien ausspioniert hat. Und wir wissen, wie das ausgeht. Als anscheinend soll die Software ja auch an einer Länder benutzt, die sind gegen Menschenrechtsaktivisten, wie in Mexiko zum Beispiel. Ursprünglich hat das geheißen, die Filiale aus dem Kirchbirg, das ist die Filiale, die um Kirchbirg, als mir anscheinend, und das hat ein Kommuniqué von ONG heute zu Lützburg, hat ein bisschen enquetiert, und gesagt, voilà, nee, das ist ein Headquarter, den das heute zu Lützburg, dafür habe ich mich ein Drittel froh, stellen, ich muss auch nicht dabei sagen, Madame Hansen hat ganz am Anfang von der Sitzung sich aufgeregt über den Treatment von der Question Parlamentären, ich schließe mich dem an. Das ist nicht die erste Keier. Wir hatten schon zweimal müssen, dem Herr Asselborn und dem Herr Etienne Schneider die Frage stellen. Die zweite Antwort, die war limit humiliant. Und ich meine, ich denke, wir müssen den zweiten Pouvoir, den die Regierung hat, verstehen. Den muss ob Frauen vom echten Pouvoir, den wir schon mal sehen, richtig antworten, auch wenn den vielleicht Frauen nicht flott sind, auch wenn sie vielleicht debil sind. Weil ich schon den Eindruck, weil sonst, ich denke, gehen wir richtig Rosen. Und ich denke, muss man dann
den dritten Pouvoir frohen, wie es weitergeht. Davon auch aufgesehen. Also, das wirklich dieser Gräbe, so wie ein mega bisschen so weggescheucht zu gehen, ich passt ab, ja. Mir fängt uns schon zu häufen. Dafür ist so, und das wirklich, solennellement, Herr Präsident, ihr wisst, ihr kennt das Problem. Ihr kennt das Problem, gewisse Ministerin machen das nicht seriös. Voilà. Bon, da sind ich aber schlussendlich um ein Ukom von Menger Riet. Dafür wollte ich auch noch so, wenn man tatsächlich tät, mir letztes Jahr, ob der richtige Platz hin, da muss man das doch beweisen. Und da müssen wir auch mehr global diskutieren über die Entwicklungspolitik, mehr kohärent diskutieren. Es wäre vielleicht auch gut, wenn andere Regierungsmembern auf der Regierungsbank wären, die auch vielleicht haben sie dort vom Kooperationsministerium kursiert. Und dann können wir auch beweisen, dass das Herz nicht so nah und der Portemonnaie von einem gewissen Milieu leidet, mehr aber wirklich auf der richtigen Platz. So nicht, merci. Merci. Auch am nächsten Redner aus dem Herrn Claude Wiesler.